da ist er. Könnte ich wohl kurz mit Ihnen reden? Was gibt es Neues von Ihren hochrangigen Freunden? Ladoux versucht, seinen Vorgesetzten als deutschen Spion zu entlarven. Er hat mich das Telefon dieses Mannes anzapfen lassen. Das ist eine ganz schön gefährliche Sache, Martha. Ladoux steht jetzt in Ihrer Schuld. Seien Sie bloß vorsichtig für den Fall, dass er versucht, seine eigene Weste reinzuwaschen. Ich habe Zollingers Nachricht entschlüsselt. Sie ist kurz und kommt gleich auf den Punkt. Gasforschung läuft gut. Baldige Fabrikproduktion. Gasforschung, sagen Sie? Und irgendwo ist noch eine Fabrik mit im Spiel. Mein Gott. Er will Giftgas in eine Art Waffe verwandeln. Das sind sehr schlechte Nachrichten, Martha. Aber trotz allem gute Arbeit. Wir müssen Zollinger genau im Auge behalten. Doch jetzt wissen wir wenigstens, wonach wir Ausschau halten müssen. Betrug, Intrigen, Verrat. Sind all das wirklich Werkzeuge hochgesinnter Idealisten? Als ich noch glaubte, Oskar und ich, wir könnten die Welt verändern, war es mir gleichgültig, aber jetzt... Ich fühle mich beschmutzt. Und Zollinger, von allen bewundert und geachtet, ist noch immer ein freier Mann. Kommen wir jetzt zum Krieg. Eine sehr schlimme Zeit. Wie ist Martha damit umgegangen? Sie hatte allen Ernstes gehofft, sie könne ihn abwenden. Eigentlich hätte sie es ja besser wissen müssen. Doch sie hatte einen eisernen Willen und war zu allem entschlossen. Es scheint, Sie wissen über Martha Haris innere Verfassung sehr genau Bescheid, Frau Schragmüller. Wie ist das möglich? Wie meinen Sie das? Wir hatten eben eine sehr enge Freundschaft und haben uns immer über die Geschehnisse ausgetauscht. Sie wusste, ihr stand die größte Herausforderung ihres Lebens bevor. Sie sehen gut aus, Martha. Das freut mich. Bin ich denn unter Arrest? Nur zur Vernehmung vorgeführt. Selbstverständlich habe ich Ihnen eine höfliche Einladung zukommen lassen, aber die haben Sie ja ignoriert. Ich war verreist. In was für eine waghalsige Verschwörung wollen Sie mich denn dieses Mal verwickeln? Wie gut kennen Sie Rupert Zollinger? Wir haben mal eine Nacht zusammen verbracht. Das ist aber schon lange her. Das war, bevor ich wusste, dass er ein Mörder ist. Aha. Dann verdächtigen Sie ihn also. Mit welcher Begründung? Er war bei Madame Curie am Tag, als Brunel starb. Brunel experimentierte mit verschiedenen Giften. Und zufällig weiß ich, dass Zollinger Forschung in Sachen Giftgas betreibt. Sie sind einfach fantastisch, Martha. Mir sind die gleichen Dinge zu Ohren gekommen und ich habe dieselben Schlussfolgerungen daraus gezogen. Dann sind Sie entweder seine Komplizin, oder aber Sie und ich haben ein gemeinsames Ziel, ihn zur Strecke zu bringen. Warum stellen Sie keinen Haftbefehl aus? Und derselbe Mann, der mich hierher geschleift hat, schleift ihn auch her. Das ist nicht so einfach. Er hat sehr einflussreiche Freunde und Verbündete, darunter den deutschen Chemiker Fritz Haber. Und welche bescheidene Rolle soll ich dann dabei spielen? Zollinger ist untergetaucht. Aber seine Freunde werden Sie akzeptieren. Machen Sie Habers Bekanntschaft und helfen Sie mir herauszufinden, wo Zollinger sich versteckt hält. Wir machen schwere Zeiten durch. Drohgebärden auf allen Seiten, absurdes Getue. Erwachsene Männer, die mit Maschinen spielen wie kleine Jungs mit ihrem Spielzeug. Seit 2 Jahren suchen wir nun schon nach Zollinger, doch seine Spur ist erkaltet. Jetzt könnte Fritz Haber sie aber wiederbeleben. Ich muss seine Bekanntschaft machen. Und wie? Ist er auch von mir begeistert als Tänzerin? Fritz Haber treffen. Oh. Madame? Ah, hallo. Kapitän Ladoux hat mich in eine Zwickmühle gebracht. Und jetzt brauche ich Hilfe, Elsbeth. Sie müssen mit Oskar sprechen. Er wird wissen, was zu tun ist. Wie gewöhnlich ist er in Monte Carlo. Was ist mit diesem Zollinger? Ich dachte immer, er sei nur einer von diesen reichen Großindustriellen. Und jetzt ist Kapitän Ladoux hinter ihm her. Oh nein. Oskar und Zollinger waren einmal Geschäftspartner. Was? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber wahr. Rupert hatte vor, Sprengstoffe herzustellen. Und darum haben sie miteinander gebrochen.
Seither versucht Oscar, ihn zu ruinieren. Sehr praktisch, wenn Idealismus und Rachegelüste einander verstärken. Finden Sie nicht? Oh, Elsbeth, dann muss Ladu denken, Oscar stecke mit Zollinger unter einer Decke. So sieht es wohl aus. Kennen Sie einen gewissen Fritz Haber? Oder wissen Sie etwas über ihn? Wen? Tut mir leid, Martha. Aber ich habe noch nie von diesem Mann gehört. Was ist mit diesem Zollinger? Ich dachte immer, er sei nur einer von diesen reichen Oh nein. Oscar. Okay, das ist nur dasselbe Gespräch. Ich dachte, das würde dann wenigstens weggehen, wenn ich mit ihr nicht mehr drüber reden kann. Ich gucke einfach mal der Vollständigkeit halber hier in diese Gasse, in der höchstwahrscheinlich eh nichts ist. Hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ah, Madame. Wie wäre es, wenn Sie einen Tanzauftritt für mich arrangieren würden, Gabriel? Nicht, wenn Sie nichts Neues zu bieten haben. Runzeln Sie nicht die Stirn. Ja, wieder Inspiration. Ist immer dasselbe mit ihm. So. Wo kriege ich die diesmal her? Hier anscheinend nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist, um so diesen Fritz Haber kennenzulernen. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich erstmal nach Monaco reise, um dort mit Oscar zu reden. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Zum Gare du Nord. Dann mal los. Oh, das war's. Diese Bewegung ist ja schon ein Tanz an sich. So, da habe ich schon mal die Inspiration. Dann kann ich das bei Gelegenheit. Wohin? Ich möchte dem Typen zeigen. Nach Monaco mit dem Rapid, bitte. Monsieur Drück. Oh, der Straßenkünstler ist nicht mehr da. Wie schön, Sie zu sehen, Martha. Und so unverhofft noch dazu. Sie sehen so besorgt aus. Was ist los? Das Fräulein Doktor hat mir erzählt, dass Sie und Zollinger mal Geschäftspartner waren. Das ist richtig. Aber Rupert trachtet danach, die Welt zu zerstören, während ich sie erhalten will. Er versucht, eine Superwaffe zu perfektionieren. Giftgas. Ich vermute, er wollte von Brunel etwas haben. Irgendeine Formel vielleicht. Und um die zu kriegen, hat er ihn umgebracht. Und jetzt wird er versuchen, mich zu töten. Möglicherweise. Aber mit Ladu auf seiner Spur haben wir vielleicht eine Chance, ihn aufzuhalten. Wir? Ja, sicher doch. Während Sie Ihren Espresso schlürfen, bin ich entweder im Gefängnis oder in einem namenlosen Grab. Das tut weh, Martha. Nicht weh genug, Oscar. Nicht weh genug. Was wissen Sie über diesen Fritz Haber? Ladu glaubt, er habe Verbindungen zu Zollinger. Haber ist ein deutscher Chemiker. Vielleicht weiß er ja etwas über Sprengstoffe oder Gas. Fragen Sie Marie Curie, wie sie ihn einschätzt. Okay. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Jetzt. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine. Machen wir mal wieder die normale Reise nach Paris. Drei Agenten. Ihr mich auch. Hm? Ich konnte zwei Sachen auswählen. Ah, Hilfe! 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 Bringt ja nichts.
Ach Mann. Dreh durch. Ah, jetzt hab ich's. Haha. Ha. 400 Punkte sogar mittlerweile. Wow. Irgendwie ist die Musik so komisch. Taxi? Willst du dieses Wohin Stunden? Soll's denn gehen, Madame? Marie Curie. So, die ist doch eigentlich verreist. Bitte. Ist sie jetzt wieder da? Zu Ihren Diensten, Madame. Aua. Oh ja, sie ist wieder da. Madame? Martha. Ach, wie schön. Es ist schon eine Weile her. Sie sehen so besorgt aus. Oui. Es liegt Krieg in der Luft. Und für Ausländerinnen wie mich bedeutet das immer Ärger. Sie dagegen sind très jolie. Aber was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern die Bekanntschaft eines deutschen Chemikers namens Fritz Haber machen, um für einen Freund etwas zu arrangieren. Kennen Sie diesen Mann? Aber ja, er versteht sich sehr gut auf industrielle Verfahren wie die Ammoniak-Synthese. Dafür gewinnt er eines Tages sicher noch den Nobelpreis. Ohne eine Empfehlung wird er nicht mit mir reden. Was um Himmels Willen wollen Sie denn mit Herrn Haber? Geben Sie das Tanzen nur nicht auf, Martha. Die Chemie ist ein härteres Geschäft, als es den Anschein hat. Es geht ja nicht um die Chemie, ne? Es tut mir leid, wenn ich schmerzhafte Erinnerungen wachrufen muss. Doch Sie sollten wissen, dass die Behörden jetzt glauben, Rupert Zollinger habe Dr. Brunel ermordet. Gott im Himmel, wer ist das denn? Ein Schweizer Industrieller. Es scheint, als habe er Giftformeln aus genau diesem Laboratorium hier gestohlen. Wir müssen etwas unternehmen. Hier, ich gebe Ihnen eine Empfehlung für Professor Haber. Das sollte ihn davon überzeugen, Ihnen zu helfen. Merci beaucoup. Und das Dings kriege ich jetzt nicht. Kann ich da nicht rein? Na, die meckert nicht. Blut ist wenigstens auch weggewischt, das ist schon mal gut. Aber hier gibt es ja wahrscheinlich nichts, was ich hätte jetzt irgendwie noch mitnehmen können, ne? Glaube ich nicht. Gudi. Dann. Wie finden wir den jetzt? Taxi? Wo ist der denn? Wohin soll's denn gehen, Madame? Paris. Zum Theater. Los geht's! Ich gehe mal zum Theater rein. Monsieur? Und erzähle von meiner so könnte man nun Idee. Jetzt bin ich mal gespannt, wie knapp jetzt das Outfit sein wird. Ah ne, das ist genauso knapp wie vorher. Wird das ausreichen? Mata Hari ist und bleibt die Königin des Tanzes. Dann bekomme ich The Show must bla 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 bla. Das übliche Gequake von ihm. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich hab das nicht richtig abgeschätzt. Ich hoffe, ich habe es trotzdem noch beeindrucken können, das Publikum. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob so jetzt der Fritz auf mich aufmerksam ist, aber nur, es gab jetzt nur 500. Was für eine Darby. Und ich habe es sogar über... Bla, 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 bla. Ach ja. Hätte ja sein können, aber nope. Wie lerne ich denn jetzt Fritz Haber kennen? In Deutschland? Taxi? Wohin soll's denn gehen? Weil er ein Deutscher ist. Jawohl. Oder wo ist der? Hallo. Kann ich ist irgendwie noch nicht rausgekommen, ne? Ich möchte eine Frage.
Guck ich einfach mal. Durch diese Express-Sachen kann ich ja zum Glück schnell von A nach B reisen. Ich wüsste jetzt halt nur nicht, wo der hier sein sollte, ne? Der ist ja 100 pro nicht hier. Oder es ist halt diese Fabrik in Monaco. Ich bin eine Bekannte von Major von Kalle. Tatsächlich? Nun, das tut mir leid, aber der Major befindet sich zurzeit nicht hier bei uns. Er ist wohl irgendwo am Rhein stationiert. Nun, dann auf Wiedersehen. Taxi? Wohin soll's denn gehen, Fräulein? Zum Bahnhof Spandau, bitte. Oh nein! Oh, ich bin ja doof. Ich sehe gerade, dass ich den hätte auswählen können. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Wissen Sie, wo ein gewisser Professor Fritz Haber wohnt? Selbstverständlich. Herr Professor Haber? Ja, wer sind Sie? Was verschafft mir die Ehre? Ich bin Mata Hari. Bitte verzeihen Sie einer professionellen Tänzerin die Unverschämtheit, Sie so unvermittelt zu überfallen. Ich bin hier wegen eines Freundes. Was in aller Welt könnte ein armer Professor der Chemie denn wohl für eine Tänzerin tun? Wie Sie sehen, genieße ich das Vertrauen von Madame Curie. Auch wenn ich nur eine Tänzerin bin. Das beeindruckt mich auch sehr. Also seien Sie nicht so bescheiden. Das bin ich durchaus nicht. Ich appelliere an Sie, Ihre Verbindung zu dem Schweizer Industriellen Rupert Zollinger abzubrechen und uns zu helfen, ihn zur Strecke zu bringen. Zollinger. Zollinger, ja, richtig. Ich habe geschäftlich mit diesem Mann zu tun. Wird er denn eines Verbrechens angeklagt? Er ist außerordentlich gefährlich. Er arbeitet an einem Giftgas und benutzt dazu Geheimnisse, die er aus Madame Curies Laboratorium gestohlen hat. Tatsächlich? Seine Formel ist wohl weitaus gefährlicher als Chlor. Madame Curie glaubt, es schädige die Nerven. Wir würden alle umfallen wie die Fliegen. Dann müssen es wohl organische Phosphate sein. Sehr schwierig, sehr diffizil. Darauf ist Zollinger also aus. Sehen Sie nun ein, dass Sie uns helfen müssen? Nein, noch nicht so ganz jedenfalls. Die Sache könnte sich immerhin als so abschreckend erweisen, dass sie meinem Land einen Vorsprung verschafft und damit den Krieg abwendet. Zollinger ist nicht nur eine Gefahr für ganz Europa. Was, wenn ich Ihnen sagte, dass er auch ein kaltblütiger Mörder ist? Das ist vollkommen undenkbar. Das Opfer ist ein Kollege von Madame Curie. Man sagte mir, es würde bald schon Anklage erhoben. Oh je, es kommt ja immer schlimmer. Diese Neuigkeit muss ich erst einmal verdauen. Herr Professor, Zollinger ist nicht nur ein kaltblütiger Mörder, er entwickelt auch noch eine furchtbare Giftgaswaffe. Deutschland muss sich nun mal verteidigen. Sicher, aber Zollinger kennt keine Skrupel. Er wird das Gas an beide Seiten verkaufen. Das hätte nur sinnloses Sterben zur Folge und keiner trüge den Sieg davon. Nun gut. Mein bisheriges Vertrauen in Herrn Zollinger scheint jetzt wirklich fehl am Platze. Vielleicht, ja, vielleicht sollten wir wirklich etwas gegen ihn unternehmen. Aber ja, ganz sicher sogar. Mir selbst sind die Hände gebunden, verstehen Sie? Ich bin ja nur ein weltfremder Professor. Da gibt es etwas. Hin und wieder werde ich gebeten, Zollingers Fabrik zu besuchen. Und jedes Mal muss ich dann einen versiegelten Passierschein vorzeigen. So einen habe ich noch. Naja, das Siegel ist natürlich zerbrochen. Möchten Sie den haben? Ob ich den... Aber ja. Wenn sich jemand irgendwie Zutritt zur Fabrik verschaffen könnte, wäre es durchaus möglich, Zollingers Arbeit zu sabotieren. Ziemlich schwierig. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo sie sich befindet. Ich leider auch nicht. Wenn ich dahin gefahren werde, sind die Vorhänge immer zugezogen und ich kann nie etwas sehen. Die Direktoren verstehen zwar etwas von Geheimhaltung, wenn es aber um Chemie geht, sind sie Hornochsen. Erhöhen Sie einfach die Wasserstoffzufuhr um 2%, reduzieren Sie den Ammoniak um 3% und die Phosphate erhöhen Sie um 5%. Lassen Sie sie glauben, sie verbesserten ihre Zusammensetzung. Und dann? Dann gibt es einen großen Knall. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken.
hast mich schon direkt wieder vergessen. Hier ist eine Fotografie von Ihnen, Herr Doktor. Sie sind darauf so gut getroffen und sehen so stattlich aus. Ob ich die wohl haben dürfte? Nein, bitte nicht. Sie ist ein Geschenk. Und sonst ist hier, glaube ich, nichts, oder? Was ich mitnehmen kann. Dann gehen wir wieder raus. Und... Taxi? Wohin soll's denn gehen, Fräulein? Zum Bahnhof. Jawohl. Ach so, da muss ich Hallo. Ja hin. Ich möchte eine Frage nach Monaco.